So, hallo und willkommen zum neuen Video, heute zum Evergreen Topic. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir wollen uns heute mit der Qualität von unserem Motoröl mal beschäftigen und das Motoröl ein Stück weit analysieren. Und jetzt gibt es hier im Internet von der Firma Motor Checkup einen Test, der auch TÜV geprüft ist, der Aufschluss geben soll, ob irgendwelche Flüssigkeiten im Motorenöl drin sind, die da nicht reingehören. Und wie das genau funktioniert, ob man überhaupt irgendwas erkennt, dann nachher in der Auswertung mit diesem Test hier, das zeige ich euch nach dem Intro und dann machen wir das Schritt für Schritt. So, alles was zu dem Test dazugehört, liegt jetzt vor mir. Ich habe hier einmal ein kleines Heftchen mit der Anleitung, wie man alles genau machen muss. Dann habe ich meine Teststreife, drei Stück, also an drei verschiedene Fahrzeuge könnte ich hier einen Test von dem Motoröl vornehmen. Dazu ziehe ich dann hier diese Abdeckung hier ab und gebe dann ein, zwei Tropfen auf diese Fläche, auf diese Auswertefläche drauf. Und muss dann eine gewisse Zeit warten und bekommt dann hoffentlich dann auch ein Ergebnis. Welches ich dann mit dieser Legende hier auswerten kann im Heftle 3, einmal getrennt nach Benzinmotoren und nach Dieselmotoren. So, ich bin auf diesen Test gestoßen über Werbeanzeige im Internet. Die Internetadresse von MotorCheckup blende ich euch jetzt mal ein, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Das Set kostet hier knappe 20 Euro. So, und für 20 Euro, denke ich mal, kann man das ruhig mal durchführen, um mal den Allgemeinzustand von dem Motor einfach mal zu überprüfen. Habe ich Wasser drin oder habe ich Benzin drin in meinem Motor? Und das wollen wir jetzt mal gemeinsam machen. So, ich habe jetzt hier meine Anleitung aufgeschlagen, die Vorbereitung. Als erstes, ich entferne das Schutzblättchen an meinem Teststreifen. So, und jetzt habe ich hier so ein Fenster, das sieht so aus wie Löschpapier in einem Heft. Und jetzt kann ich eine Ölprobe entnehmen. Ich ziehe den Ölmessstab raus. Ich habe davor den Motor auf Betriebstemperatur gebracht. Und jetzt kann ich hier einen Tropfen von meinem Motoröl draufgeben. Ja, vielleicht auch zwei. So, und das war's schon. Und jetzt bis zur endgültigen Aufnahme empfiehlt hier das Testset 1,5 Stunden bis 8 Stunden, aber am besten nur über Nacht. Ich würde jetzt mal sagen, wir schauen uns das jetzt mal nach 2 Stunden an, was dieser Tropfe hier so macht, ob der sich irgendwie verändert hat und werde dann dieses Bild mal aus. So, 2 Stunden sind jetzt vorbei. Wir haben jetzt hier auf diesem Test Fläche haben wir unseren Öltropfer und jetzt sehen wir schon, dass der jetzt ziemlich gut eingetrocknet ist in der Zeit von 2 Stunden. Ich halte es jetzt nochmal gegen die Kamera, dass ihr das seht. Das ist hier mein Testöltropfer. Und wenn ich jetzt die Legende daneben halte, dann kann ich dann schauen, ob da der Zustand, der allgemeine Zustand vom Öl noch in Ordnung ist. Ich würde sagen, rein von der Tönung her, von der Stärke vom Tropfen her würde ich jetzt sagen, wir sind hier ungefähr bei 3, das ist gerade noch okay, das ist gerade noch gut. Man muss es natürlich fairnesshalber auch sagen, das Öl ist jetzt ja ein Dreivierteljahr, ja so 8-9 Monate ist das Öl jetzt drin, da hat er einen Ölwechsel bekommen, also ja 9 Monate alt, er lief jetzt so circa knappe 1000 Kilometer, ja, also nicht ganz altes Öl, relativ neues Öl. Hier vom Allgemeinzustand liegen wir auch zwischen 3 und 4, auch noch absolut im grünen Bereich. Und das, was mir jetzt persönlich am wichtigsten war, hier zu sehen, ob vielleicht nur irgendwie Wasser im Öl sich befindet. Und so wie das aussieht, sieht es gut aus. Ich bin jetzt hier irgendwo dazwischen, würde ich jetzt sagen. Ich habe jetzt hier noch keinen, so ein gezackter Rand hier mit einer weißen Umrandung, mit einer helleren Umrandung. Das ist bei mir
relativ, geht es hier so über wie auf diesem Bild. Also ich würde jetzt eher sagen, kein Wasser im Öl, weil der doch eher dann aussieht wie diese Abbildung hier, wie dieses Foto hier. So, und beim Sprit sieht es auch gut aus. Ich habe hier kein so ein dunkler Rand, kein so ein gezackter Rand. Das entspricht, mein Tropfen entspricht eher diesem Bild und da bin ich auch Gott froh, dass es so ist. Ja, also ist es soweit in Ordnung. Ja, man kann jetzt quasi darauf schließen, dass keine Flüssigkeiten, die da nicht reingehören, in unserem Ölkreislauf mit rumschwimmen, mit transportiert werden. Das ist soweit okay. So, wie ich finde, für 20 Euro keine schlechte Sache. Kann man mit mehreren Fahrzeugen mal testen. Hier für 3 Ölprobe ist dieses Set jetzt ausgelegt. Die Internetseite, wo man das bestellen kann, blende ich euch ein. Dann könnt ihr euch das mal anschauen und bei eurem Fahrzeug testen. So, das war jetzt unser kleiner Öltest hier mit Motor Check-Up, der Firma Motor Check-Up. Haben wir das jetzt mal geprüft und getestet hier an unserem V8. Funktioniert natürlich auch bei neueren Fahrzeugen und auch bei Dieselmotoren genauso. In der Legende sind Abbildungen drin, da kann man dann genau sehen, wie sieht mein Öltropfer, mein Testtropfer aus und kann das vergleichen mit der Legende und sieht dann, ja, habe ich ein bisschen Wasser im Öl drin oder auch sogar Treibstoff im Öl drin, muss man dann schauen und kann das dann anhand dieser Skala auswerten. So, ich hoffe, das Evergreen Topic hat euch gefallen. Jetzt mal nicht speziell für Oldtimer und nicht speziell für Mercedes-Fahrzeuge, sondern generell für jedes Kfz. Und dann hoffe ich, wenn ihr noch nicht auf die Abonnierfläche gedrückt habt, drückt ihr jetzt unten drauf oder rechts unten auf das Logo vom Kanal. Da könnt ihr auch abonnieren und lasst einen Daumen nach oben da. Und dann hoffe ich, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Ciao.